Yo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen zum großen Preis von Monaco. Wir gehen jetzt gleich ins Rennen. Erstmal muss ich, ihr habt es gestern sicherlich gemerkt, das Quali-Video kam, glaube ich, extrem spät. Ich glaube, es war sogar fast mitten in der Nacht. Und ich habe das Ganze, lasst mich nicht lügen, um 14:30 Uhr, also 14.30 Uhr hochgeladen. Es hat übelst lange in der Verarbeitung von YouTube gehangen. Da muss ich mich auf jeden Fall erstmal entschuldigen, obwohl ich da eigentlich eher weniger dafür kann. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Video hier auch alles glatt geht. Ja, ich hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ich weiß nicht, was da bei YouTube los war. Auf jeden Fall hat es übelst lange gedauert. Ich glaube, ihr habt es alle gemerkt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und wenn ihr seid, dann lasst es mich bitte wissen. So, wir sind jetzt hier beim großen Preis von Monaco und ja, ich bin ein bisschen ängstlich. Ja, wir haben ja im Training und in der Quali jeweils ein Auto zerlegt sozusagen. Ja, jeweils haben wir uns da irgendwie den dummen Fehler erlaubt. Im Training war es sogar ein noch dümmerer als in der Quali. Und ja, jetzt gehen wir ins Rennen. Wir starten zwar von der Pole Position, das heißt, wir müssen uns eigentlich relativ wenig Sorgen machen, dass uns da irgendwie in Kurve 1 was passiert, aber das werden wir sehen. Wir gehen ins Rennen, schauen wir einmal kurz auf die Wetterverhältnisse. Wir haben 23 Grad, 0% Regenwahrscheinlichkeit, das heißt, es wird alles glatt laufen. 20 Runden werden hier gefahren, nach 8 Runden wird hier gestoppt. Also, auf geht's ins Grid an diesem wunderschönen Ostersonntag. Ach ja, an dieser Stelle auch nochmal frohe Ostern an euch. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Das obligatorische frohe Ostern. So, es geht jetzt raus ins Grid. Ich bin gespannt, wie das Rennen in Monaco hier für uns enden wird. Ich hoffe doch mit einer schwarz-weiß karierten Flagge. Aber das müssen wir sehen. So, wir stehen hier, wie auch schon gestern gesehen, im Quali auf der Pole. Dann kommt hinter uns die ganze Meute. So, jetzt schauen wir doch mal, wen haben wir hinter uns? Wir haben Hamilton, Rosberg da hinter uns. Wow, beziehungsweise Rosberg, Hamilton, sagen wir eher so. Die Ampeln sind an, 5 Ampeln sind an. Der große Preis von Monaco ist unterwegs und wir haben einen, ja, recht sauberen Start erwischt. Jetzt geht es hier in Turn 1, wunderbar. So wie es aussieht, alles glatt gegangen, konnten uns hier sogar schon ein bisschen absetzen. Und jetzt heißt es 20 Runden lang volles Limit, volle Konzentration. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das Rennen hier überstehen. Ich gebe mir die allergrößte Mühe. Bei Überholmanövern müssen wir uns eigentlich weniger Sorgen machen, denn ihr wisst, in Monaco ist es sehr, sehr schwer zu überholen. Und da hänge ich schon hier fest. Das kann es doch nicht sein. Da war dann schon der Verbremser. Ja, und ich habe gerade noch gesagt, die Überholmanöver hier in Monaco sind so gut wie unmöglich. Da habe ich mich schon verbremst. Hänge dann da schon in der Bande fest. Ja, Glück, dass der Frontflügel da nicht fliegen gegangen ist. Ja, und jetzt heißt es hier Gas geben. Denn Nico Rosberg hat hier die Führung übernommen, so wie es aussieht. Wir sind hier hinter Lewis Hamilton. Nein, gar nicht wahr, das ist Nico Rosberg. Das ist Nico Rosberg. Lewis Hamilton hat die Führung. Ja, das ist natürlich jetzt hier für uns extremst bitter. Boah, das war schon wieder so verdammt knapp an der Leitplanke vorbei. Also das Rennen, ob wir das beenden, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Bitte drückt mir die Daumen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, auf welchem Platz wir ins Ziel kommen. Ja, wo ihr mich vermutet. Ihr könnt auch gerne Wetten darüber abschließen, ob ich heile ins Ziel komme oder nicht. Das könnt ihr alles gerne machen. So, jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir da dranbleiben an Rosberg. Es dürfte eigentlich kein Problem sein, denn in der Qualifikation waren wir der Schnellste. Und das war wieder verdammt knapp. Wow. Also Monaco ist wirklich kein Pflaster für mich. So, Konzentration. Oh, wieder so weit rausgekommen. Schauen wir mal auf den Reifenverschleiß. Den sollten wir auch auf jeden Fall im Auge behalten. Und wir sind direkt hinter Nico Rosberg. Hier ist so eine Stelle, hier kann man wirklich gut überholen. Es gibt wenig Stellen, wo man überholen kann. Also das ist so mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie es dann tatsächlich ist, wo man gut überholen kann und wo nicht. Jetzt jagen wir erstmal hier Nico Rosberg vor uns her. 2 Runden haben wir jetzt schon überlegt. Jetzt können wir hier vielleicht mal reinstechen und da treffen wir Rosberg sogar am Heck. Da hätten wir ihn fast umgedreht. Also das war auch nicht ganz so sauber, wie man es eigentlich macht. Aber wir sind noch dran. Ich hoffe, dass wir die Podestplätze zurückbekommen hier oder einen Podestplatz. Wow, da ist das Auto ganz schön in Straucheln gekommen.
Ja, das ist halt Monaco, Freunde. Also, es ist hier wirklich kein Spaß. Und es ist noch schwerer, weil ich mich ja aufs Reden und aufs Fahren konzentrieren muss. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir da vielleicht ein, zwei Positionen noch zurückbekommen. So, Kurve Nummer 1 wieder sehr sauber. Boah, ganz, ganz knapp wieder an der Wand vorbei. Wow, ob ich das wirklich noch 17 Runden aushalte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal, wir konzentrieren uns. Wir denken gar nicht daran, auszuscheiden. Wir wollen ja wohl. Da haben wir auch schon den Plattfuß. Da ist es passiert. Da ist es passiert. Und jetzt rutsche ich auch noch hier. Jawohl, das Rennen ist jetzt auf jeden Fall für uns gelaufen. Gelbe Flagge ist jetzt natürlich draußen. Boah, mit dem Plattfuß direkt mal übelst verbremst. Richtig ärgerlich jetzt hier an dieser Stelle. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Boxenstopp einlegen. Jetzt kommen wir ja nun mal gar nicht drum rum. Wir halten natürlich jetzt das Feld hier auf. Wir sind extrem langsam unterwegs. Ja, das ist natürlich jetzt hier richtig bitter an dieser Stelle. Aber damit muss ein Rennfahrer auch umgehen können. Und ja, wir müssen damit jetzt einfach umgehen. Wir gehen jetzt beim nächsten Boxenstopp auf jeden Fall. Oh, Freunde. Oh, und da vorne. Was war das denn? Felipe Massa fährt sich da. Nein, gar nicht wahr. Felipe Massa. Fernando Alonso fährt sich da den Frontflügel kaputt. Hat auch Glück im Unglück. Wir sind sogar mit einem Platten unterwegs. Also, jetzt hat es nicht nur mich erwischt, sondern auch Fernando Alonso. So, jetzt lassen wir hier mal den Marussia noch durch. Wir wollen ja hier eigentlich keinen aufhalten. Was für ein Rennen. Ich glaube, Fernando Alonso hat auch einen Platten und wir schleichen jetzt hier über die Strecke. Jetzt heißt es gleich Schadensbegrenzung. So, wir wechseln, glaube ich, nochmal auf die Weichenreifen. Das ist einfach die logische Schlussfolgerung. Nein, Fernando Alonso hat sein Auto abgestellt. Ich habe es gerade auf der Streckenkarte gesehen. Hier unten in der Schikane hat er sein Auto abgestellt. Ja, das ist natürlich jetzt. Oh, Safety Car ist auf der Strecke. Safety Car auf der Strecke. Wer hätte es auch anders erwartet? Safety Car also raus. Wahrscheinlich zu viele Teile da von mir und von Fernando Alonso liegen da auf dem Kurs. Ja, dann haben wir ja jetzt alles richtig gemacht. Gut, dass wir ja jetzt in die Box vorher gefahren sind. So, das Safety Car dürfen wir überholen. Grüne Lampen, ihr habt es gesehen. Ja, da haben wir alles richtig gemacht. In dem Sinne haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Ja, Safety Car auf der Strecke, wir haben den Boxenstopp gemacht, denn ich gehe mal davon aus, dass noch einige andere jetzt einen Stop einlegen, weil man kann ja jetzt nochmal neue weiche Reifen aufziehen. Das lohnt sich nämlich wirklich, denn ja, die Reifen sind schon abgefahren ein bisschen und warum sollte man nicht nochmal mit den Reifen, weichen Reifen fahren? Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Power geben. Also, Safety Car ist raus. Fernando Alonso ist aus dem Rennen. Er hat sich hier jetzt in dieser Schikane, wir fahren mal gerade jetzt dahin. Ja, so ein Zufall aber auch. Hier links ist er dann hängen geblieben an der Leitplanke, hat sich den Frontflügel zerschellt, auch wahrscheinlich einen Platten geholt und dann hat er gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ich stelle das Auto ab und jetzt kann ich euch auch zeigen, wo er das Auto abgestellt hat. Er hat es hier in der Schikane, da in der Auslaufzone links, hat er das Auto abgestellt. So, Safety Car ist wie gesagt draußen. Wir müssen erstmal das Feld einholen. Mal sehen, ob jemand in die Boxengasse geht. Momentan sieht es nicht so aus, aber wir haben glücklicherweise jetzt profitieren können von dieser Safety Car Phase. Denn so kommen wir ganz, ganz einfach wieder an das Feld ran. Und ja, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. So, und jetzt schauen wir mal, was wir dann gleich reißen. Noch ist das Feld nicht komplett beisammen hier. Ja, es dauert immer ein bisschen, aber wir nähern uns, ja, ihr seht es ja, wir nähern uns. Wir sind gleich schon das Schlusslicht, beziehungsweise wir sind ja schon das Schlusslicht, aber gleich sind wir in der Schlange auch wirklich hinten dran. Und dann heißt es, Reifen warm halten, bereit machen für den Neustart und ja, zusehen, dass wir nach vorne kommen. Das sollte eigentlich nicht so schwer werden. Wir haben ja das deutlich bessere Auto als die Leute, die hinten fahren. Aber wir sind hier in Monaco und das ist halt der Knackpunkt an der Geschichte. Das ist der Knackpunkt an der Geschichte, denn Monaco und Überholen, ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, Monaco und Überholen ist wirklich sehr schwer. Wären wir jetzt hier auf einer anderen Strecke, hätte ich gesagt, überhaupt kein Problem. Das machen wir locker, aber wie gesagt, wir sind hier in Monaco. Da habe ich den Pöller doch tatsächlich abgeräumt. So. Ja, wir kommen ja schon ran.
So, da seht ihr schon rechts, da ist doch tatsächlich noch jemand in die Boxengasse abgebogen, beziehungsweise kommt da gerade raus. Das war ein Force India. So, jetzt sind wir hinten dran. Ich bin gespannt. Wir müssen das Benzingemisch ja mal auf Mager stellen. Fällt mir auch gerade auf. Ich bin ja mal gespannt, wie schwer oder wie einfach es jetzt für uns wird, nach vorne zu kommen. Wir halten die Reifen auf Temperatur, so gut es geht. Natürlich, die Bremsen müssen wir gleich auch ein bisschen noch aufwärmen. Aber wichtig sind erstmal die Reifen. Ja, da seht ihr das. Einige machen es auch. Nein, machen es nicht. Aber wir machen es auf jeden Fall. Also, Safety Car in Runde 3 oder Runde 4 kam es jetzt nach dem Unfall. Einmal habe ich mir den Frontflügel kaputt gefahren, Platten geholt. Ja, und dann hat es auch Fernando Alonso erwischt. Wahrscheinlich dann doch zu viele Teile auf der Strecke, dass man das Safety Car dann vorsichtshalber rausgeholt hat. Ja, ist aber auch hier Monaco. Ich habe auch eigentlich schon damit gerechnet, dass gerade hier in Monaco das Safety Car kommt. Und jetzt gleich müsste der Restart erfolgen. Safety Car kommt in diese Runde rein, also es erfolgt schon der Restart in dieser Runde. Gut, und jetzt heißt es Daumen drücken. So, jetzt muss ich bin wirklich ja mal gespannt, wie wir das schaffen. Ja, er hat es schon gesagt, fahr Schlangenlinien, damit du die Reifen und die Bremsen auf Temperatur bekommst. Die Bremsen, ich versuche die ganze Zeit schon ein bisschen zu bremsen. So, der Restart ist schon erfolgt. Vorne seht ihr das, da rasen die schon wieder. Wir brauchen hier noch ein bisschen hier hinten. So, hier ist die Safety Car Linie. So, jetzt gleich jeden Moment. Nein, die Safety Car Linie kommt ja noch. Oh, jetzt bin ich hier auch noch so schlecht aus der Kurve rausgekommen. So, jetzt sind wir hier hinter dem Marussia von Chilton. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt hier schaffen. Benzingemisch erstmal zurück auf Standard gedreht. Habe ich nämlich gerade vergessen. So, aber wir sollten eigentlich ohne Probleme hier schon irgendwo überholen. Ich hoffe, dass wir noch in die Punkte kommen. Das dürfte allerdings schwer werden. Das sind ganze 10 Positionen. Wir werden natürlich jetzt hier ein leichtes Spiel haben. Ihr seht es ja schon. Also das ist hier keine große Sache. So, zack, da haben wir schon den ersten. Und jetzt beginnt die große Aufholjagd. Uiuiui. Also Freunde, drückt mir die Daumen. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt für uns ausgeht. Wir haben noch 13 Runden zu fahren und ich bin froh, wenn wir dieses Rennen hinter uns haben. Jetzt haben wir als nächstes Nico Hülkenberg. Ja, das hört sich so an, so nach dem Motto, ah, jetzt haben wir hier als nächstes den, holen wir noch und den und den und den. Ja, und das ist ja easy peasy. Ja, aber ist es ja gar nicht. Das ist ja das. Es ist gar nicht so einfach. Oh, jetzt habe ich ein bisschen abgekürzt. Natürlich auch die Verwarnung gleich hinterher bekommen. Ja, wie sollte es auch anders sein? Ich bin ja mal wirklich jetzt gespannt, wie weit nach vorne wir hier dann tatsächlich noch kommen. Absolute Bestzeit in Sektor Nummer 2. Gut, da haben wir auch jetzt ein bisschen abgekürzt. Ob das jetzt auch daran liegt, das möchte ich jetzt hier nicht bewerten. Ja, aber ich gebe wirklich hier mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Wir schauen, ob wir es schaffen. Einfach die Daumen drücken, einfach jetzt das Rennen runterfahren. Mehr kann man nicht machen. Jedem ist das schon mal passiert, jedem Profifahrer. Also, ja, irgendwann musste es uns ja auch mal erwischen. Das ist natürlich richtig bitter, aber ja, da kannst du einfach nichts machen. Und so ein, da musst du einfach, ja, ein Haken. Ich glaube es nicht. Jetzt ist es schon wieder passiert und wieder ein Platten. Wieder einen Platten. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es ist wirklich unglaublich. Was für ein Pech. Und ich habe die Wand nur touchiert. Das ist mir zweimal im Training passiert. Nur der Frontflügel kaputt gewesen. Das kann es doch nicht sein. Ja, jetzt ist es wirklich vorbei. Also jetzt ist es wirklich vorbei. Da kann man dann auch wirklich nichts mehr machen. Ja, was soll ich sagen? Mehr wie mich darüber ärgern kann ich nicht. Es bringt alles nichts. Das Rennen können wir wirklich vergessen. Das ist unglaublich. Das kann doch nicht sein. Das passiert mir aber auch wirklich nur an dieser Stelle, weil da so eine kleine Bodenwelle auch noch ist außen. Und, oh, jetzt sind wir hier auch noch übergeschossen. Ja, da ist eine kleine Bodenwelle und ja, die reißt mich dann einfach noch ein Stück weiter nach außen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier rumkommen. Wunderbar. So, und jetzt geht es zum Boxenstopp. Ja, das Rennen, das können wir wirklich an den Nagel hängen. Ich glaube, da machen wir 3 Kreuze hinter, wenn wir hier fertig sind. Ja, was soll ich sagen? Es ist ärgerlich, es ist ein Riesenrückschlag. Ja.
Ja, da kann man nur noch hoffen, dass nochmal ein Safety Car kommt. Ich drehe das Gemisch jetzt trotzdem auf Fett. Es ist ärgerlich. Ich ärgere mich wirklich. Ich ärgere mich wirklich darüber. Das ist. Ah! Es ist zum Heulen. So, jetzt habe ich die Linie hier auch noch überfahren, aber kriege hier glücklicherweise keine Strafe. Das hat Codemasters gut gemacht, weil diese Linie hier, die Boxenlinie in Monaco, ist wirklich nicht gerade einfach. So, jetzt haben wir hier die harten Reifen. Wir sind jetzt hier bei unserer Strategie eigentlich geblieben. Ich hoffe, dass wir nochmal da rankommen. Die Chancen hätten besser für uns gestanden, wenn wir wirklich noch auf den weichen Reifen einige Runden hätten drehen können. Ja, wenn ich mir da nicht gerade wieder einen Platten eingefangen hätte. Es ist super ärgerlich, aber es bringt jetzt alles nichts. Es bringt jetzt alles nichts. Wir müssen das Ding jetzt einfach hier zu Ende fahren. Ich habe das fette Gemisch reingemacht, damit wir wirklich schnell wieder rankommen. Aber es wird schwer. Es wird verdammt schwer. Ich gebe mein Bestes. Ihr drückt mir die Daumen. Ja, und mehr kann man nicht machen. Mehr kann man nicht machen. Ich fahre einfach, ich spule jetzt hier meine Runden ab und hoffe, dass wir irgendwie nochmal, ja, einen Funken einer Chance haben, was man aber stark bezweifeln darf. Wir haben 10 Sekunden Rückstand auf Kamui Kobayashi, der hier, ja, sozusagen das Schlusslicht vor mir bildet. Und da wird es ganz, ganz schwer ranzukommen. Ihr seht es, da kommen sogar jetzt einige noch aus der Boxengasse, beziehungsweise sind dann jetzt um die, oder in Kurve 1 gewesen, sagen wir lieber so, 8,4 Sekunden. Also, wir haben wieder ein bisschen aufgeholt. Natürlich, Chilton kommt jetzt zwar aus der Boxengasse, aber trotzdem, wir haben ein bisschen was rausgeholt. Und hier passiert es mir. So, und hier diese Welle. Da ist so eine kleine Welle gewesen. Man sieht es, glaube ich, ganz, ganz schwer. Die drückt das Auto aber nach unten so ein bisschen. Und da passiert es mir dann, dass ich irgendwie nach außen rutsche. Und deswegen habe ich mir da jetzt schon zweimal den Frontflügel kaputt gefahren und mir einen Platten eingefangen. Solche Wochenenden gibt es aber immer mal wieder, beziehungsweise solche Rennen. Ich glaube, da wurde keiner verschont. Das ist einem Vettel passiert, das ist einem Alonso passiert, einem Hamilton, einem Rosberg. Das passiert, glaube ich, einfach jedem. Das ist halt Motorsport, das gehört dazu. So, da holen wir jetzt schon auf Chilton gut auf. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt hier alles glatt geht. Ich hoffe, dass jetzt hier alles glatt geht, die letzten 10 Runden wenigstens mal unfallfrei hier durch Monaco zu kommen. Das wäre schon ein guter Erfolg für mich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das wäre schon ein super Erfolg für mich. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das Rennen mit dem Sauber ausgegangen ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht wisst ihr das ja noch, dann könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, ob wir das Rennen überlebt haben, wo wir gelandet sind, wie es ausgegangen ist, halt im Großen und Ganzen. So, 2,2 Sekunden Rückstand jetzt noch auf Chilton. Den sollten wir auch bekommen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber das ist ja nicht das, was ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich ja auch zurück in die Punkte kommen. Und ich glaube, das wird ganz, ganz schwer. Absolute Bestzeit in Sektor 1. Das hilft uns natürlich nicht, aber ihr seht, wir kommen in ganz, ganz großen Schritten hier ran. Klar, wir haben auch das deutlich bessere Auto. Und somit haben wir es auch deutlich leichter. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir da rankommen und gleich so schnell wie es geht überholen können, denn wie gesagt, das kostet auch alles jetzt Zeit, was wir hier machen. So, da überholen wir direkt mal. Oh, was macht der Chilton denn? Der wehrt sich da noch. Alter Schwede, das hätte auch wirklich jetzt wieder ganz böse ausgehen können für mich. Oh, wieder die Leitplanke touchiert, aber diesmal wirklich nur touchiert. Ja, Monaco ist halt. Ha! Man muss aber jetzt am Limit fahren. Also ich muss jetzt am Limit fahren. Ist klar. Ich muss ja jetzt gucken. Ich muss jetzt noch das retten, was ja zu retten geht. Für Hamilton und für Rosberg ist das natürlich jetzt mehr als super, dass ich so weit hinten unterwegs bin. Und wahrscheinlich auch keine Punkte mitnehme. Aber ja, davon habe ich nichts. Ja, davon haben wirklich nur die beiden was. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht noch einen Punkt mitnehmen, aber das wird schwer. 10 Positionen mal eben gut machen in 8 Runden, ganz, ganz schwere Sache. Wirklich, das schaffen dann, glaube ich, nur die wenigsten. Ich mache so gute, wie es geht, Druck. So, vor mir habe ich jetzt noch einige Autos. Also, ihr merkt, die Aufholjagd, genau. Die Aufholjagd läuft, aber ja, es ist ganz schwer. Es ist ganz schwer. Es ist auch ein Scheißgefühl. Es ist auch wirklich ein Scheißgefühl, so du weißt, du bist so schnell eigentlich und kannst vorne mitfahren und gurkst dann hier unten rum, hier hinten rum,
Wegen deinen doofen Fehlern einfach nur. Es ist bitter. Es ist bitter. Nico Rosberg jetzt hier noch die schnellste Runde. Ja, möchte mir jetzt hier noch eins aufdrücken, natürlich. So nach dem Motto. Aber ja, davon haben wir nichts. 0,5 Sekunden sind wir allerdings schneller als Nico Rosberg. Eventuell haben wir jetzt hier gleich die schnellste Rennrunde. Das wäre natürlich sehr schön und das würde mich auch tatsächlich freuen. Schade, dass wir hier kein DRS haben. An dieser Stelle. So, gucken wir mal. Ja, wir haben die absolute schnellste Rundenzeit. So, da kommt noch jemand aus der Box. Das sieht aus wie ein Force India. Boah, wir sind jetzt mittendrin. Wir sind jetzt wirklich mittendrin, statt nur dabei. Schnellste Rennrunde, ihr seht es. Also, das ist hier auf jeden Fall schon mal ein Statement von uns. Wir müssen jetzt hier trotzdem aufpassen. Wir werden jetzt auch hier schön aufgehalten. Ich versuche jetzt aber mal hier direkt vorbeizugehen und das dürfte auch reichen. Schönes Überholmanöver. Somit haben wir jetzt hier die 19. Position. Also, wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne. Schauen wir mal. Benzin plus zwei Runden noch. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem fetten Gemisch weiterfahren. Und ja, das spielt uns auch ein bisschen in die Karten, diese Safety-Car-Phase. Da konnten wir ein bisschen Benzin sparen. Wir hätten allerdings mehr draus machen können, wenn ich mir nicht wieder den Reifen da an der Planke aufgeschlitzt hätte. Boah, wieder richtig gut rangekommen hier an Sergio Perez. Falls es euch aufgefallen ist, habe ich übrigens die Fahrernamen über den Fahrzeugen deaktiviert. Ich fand das irgendwie ein bisschen als störend. Also ich fand das besser jetzt, wo die Fahrernamen aus waren. So, und jetzt haben wir hier auch DRS auf der Startziellinie. Wir müssen mal zusehen, dass wir jetzt vorbeikommen. Oh, Sergio Perez nimmt da sogar ein bisschen die Leitplanke mit. Also ihr seht auch, die KI bleibt nicht verschont von Fehlern. Wir haben jetzt hier die 19. Position. Ich bin gespannt, wann und ob wir hier mal vorbeikommen an Sergio Perez, weil eigentlich sind wir ja deutlich schneller, ihr seht es, aber es ist verdammt schwer hier zu überholen. Es ist wirklich so verdammt schwer. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich hoffe es doch. Ja, vielleicht hier an dieser Stelle wieder, wenn man näher dran ist, klappt das auch. So, und jetzt sind wir hier wirklich in einer Gruppe drin und es wird ganz, ganz schwer, hier vorbeizugehen. Sind da schon wieder Teile geflogen? Ich weiß es nicht. Bei mir war es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich sagen. Ja, aber es wird schwer. Freunde, es wird verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß so gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich konzentriere mich so, so stark. Jetzt Sergio Perez hier mit dem Fehler. Da haben wir schon mal eine Position wieder gut gemacht. Dann sind wir jetzt auf der 18. Aber wir werden es wohl kaum in die Top 10 schaffen. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, bei wem. War das jetzt bei Button? Irgendwas mit Motorproblem habe ich gehört. Ich glaube, Button hat Motorenprobleme. Ich glaube, für Button ist das Rennen auch an dieser Stelle gelaufen. Oder hat er jetzt gesagt, bei deinem Vordermann hört sich der Motor komisch an. Eventuell hat er ein Motorproblem. Ich weiß es nicht. Ja, wenn es Jensen Button ist, ist es richtig bitter. Wenn es jetzt vor mir hier der Pastor Maldonado ist, wäre es wirklich sehr, sehr schön. Eigentlich. Ja, aber gut, man wünscht ja auch keinem was Schlechtes in dem Sinne. Aber hier wäre es super. Ja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich versuche ihn ja schon zu überholen, aber es ist wirklich nicht so einfach. Jetzt könnten wir hier mal reinstechen. Bisschen aggressiv, aber das brauchen wir jetzt auch. Diese Aggressivität, dieses Freche. Ja, nur so haben wir noch eine Chance, weiter nach vorne zu kommen. Aber es wird nicht reichen. Es wird definitiv nicht reichen. Wir haben nicht mehr viele Runden zu fahren. Und wie gesagt, wenn das hier nicht Monaco wäre, hätten wir das hier sicher geschafft. Aber es ist nun mal Monaco und das ist das Schwere hier an der Sache. Das ist hier so ein bisschen der Knackpunkt. Jetzt haben wir hier Nico Hülkenberg vor uns. Der fährt ziemlich langsam, bleibt da auch hängen. Hat Glück gehabt, dass er sich da keinen Schaden geholt hat. Ja, können wir jetzt sogar außenrum überholen. Sind jetzt schon auf der 16. Position. Sehr schön auf jeden Fall hier an dieser Stelle. Ja, schön weiter so. Ihr seht es, also das Team steht noch voll und ganz hinter mir. Natürlich, was sollten sie auch anderes tun? Sie müssen mich auch unterstützen, so gut es geht. Kein DRS hier an dieser Stelle. Ja, ich soll so weitermachen, aber wir wissen alle ganz genau, 6 Positionen dürfte ganz, ganz schwer werden. Wen haben wir jetzt vor uns hier? Romain Grosjean. Die Reifen sind wirklich noch gut. Ja, mein Motor ist ein bisschen mitgenommen, aber das müssen wir jetzt einfach riskieren. Das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Mein Ingenieur würde mich schon warnen, aber tut er an dieser Stelle nicht darum.
Alles gut. So, jetzt haben wir hier Romain Grosjean auch überholt. Also, wir starten hier eine übelste Aufholjagd. 5 Plätze sind es noch, 4 Runden Zeit hätten wir jetzt noch. Ha, oder haben wir, nicht hätten wir, sondern haben wir sogar. Aber das wird nichts. Schaut mal da vorne, ich weiß nicht, das ist glaube ich ein Toro Rosso. Und der hat eine ganz, ganz große Lücke auch vor sich. So, dann versuchen wir jetzt mal hier zu attackieren. Oh, da macht der übelst zu. Übelst zu. Wow, die sind wirklich skrupellos. Also das ist wirklich ganz, ganz übel. So, schauen wir. Oh, das war wieder ganz, ganz knapp an die Wand herangefahren. Schauen wir, ob wir es schaffen. Hui. Ich glaube, das war wieder die Wand. Ah, Leute. Nee, das geht nicht mehr. Dann müssen wir jetzt einfach zusehen, dass wir das Auto heile über die Linie hier bringen. Da bin ich schon einigermaßen zufrieden. Weil, wie gesagt, es ist Monaco. Eine meiner absoluten Problemstrecken. Und das haben wir hier sehr schön gemacht. Wunderbares Überholmanöver hier gegen Ericsson. Sehr schön. Jetzt sind wir auf der 14. Ja, und vor mir ist jetzt Bianchi. Also, wie gesagt, es dürfte schwer werden. Ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen. Es fehlt zwar jetzt nicht mehr viel, aber... ach, das ist sogar Marussia. Stimmt, Bianchi Marussia. Er hätte mir auch vorher einfallen können. Ja, es wird schwer. Aber ja, wie gesagt, das wird nicht mehr reichen. Jetzt auch die Reifen ganz, ganz verschlissen schon. 17. Runde, 14. Platz. Schade. Ja, wahrscheinlich hätte es funktioniert, wenn wir uns da nicht ein zweites Mal den Platten eingefangen hätten und den Frontflügel kaputt gefahren hätten, sondern ja, wenn da alles gut gegangen wäre an der Stelle. Aber hätte Fahrradkette und hätte wäre wenn und wenn der Hund nicht geschissen hätte und so weiter. Ihr kennt diese Sprüche alle. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wer, ne, ihr wisst es. Also an dieser Stelle schaffen wir es leider jetzt nicht mehr, so wie es aussieht. Ja, was soll ich sagen? Schade ist es. Wir beenden das Rennen natürlich trotzdem noch. 2 Runden sind jetzt noch zu fahren. Es wäre schön gewesen. Ja, oh, ja, hier, zufällig jetzt, ne, klärt das Wetter. Ja, so nach dem Motto, trotzdem hast du es gut gemacht, Kopf hoch. Ja, jetzt kommt hier die Sonne raus. Ihr seht es, also die Wolken verziehen sich hier. Es war ja grau in grau. Hätte eher jetzt gepasst, wenn das Wetter am Anfang schön gewesen wäre und jetzt dann zugegraut wäre, denn... Ja, so ist das Rennen auch verlaufen. Am Anfang alles top und dann wurde es halt immer schlimmer. Ja, wie gesagt, halt synchron zum Wetter, nur dann halt umgekehrt. Ja, schade. Wie gesagt, schade an dieser Stelle. 18 Runden. Wir müssen das Benzingemisch jetzt auf Standard stellen. Trotzdem sollten wir eigentlich den Marussia da vorne bekommen. Das dürfte kein Problem sein, aber es reicht halt nicht. Das ist dann die 13. Position. Das sind dann halt leider immer noch keine Punkte. Wir versuchen natürlich jetzt gleich an Bianchi hier vorbeizugehen. Wir suchen, beziehungsweise ich warte noch auf eine geeignete Stelle, weil hier unten kann man das Überholen wirklich so gut wie vergessen. Wir haben jetzt natürlich auch DRS. Gehen jetzt hier in die vorletzte Runde. Ja, natürlich hält er mich auf, ist klar. Ja, wir hätten es, wie gesagt, wahrscheinlich geschafft. Das war nochmal richtig knapp. Wahrscheinlich geschafft, wenn wir, wie gesagt, nicht den zweiten kleinen Zwischenfall da gehabt hätten. Ja, ist klar, dass ich so viel aufhole auf Bianchi. Oh, jetzt versuche ich mal hier vorbeizugehen. Das klappt auch. Wenn auch ganz, ganz knapp. Was hat er jetzt gesagt? Irgendwas hinter Jen? Keine Ahnung. 3 Positionen müssen wir jetzt noch gut machen, aber ihr seht die Lücke da vorne. 12 Sekunden müssen wir jetzt nochmal rausholen. Das wäre richtig schwer. Das heißt, wir beenden das Rennen wahrscheinlich auf der 13. Position. Ich glaube, wir können trotzdem noch zufrieden sein. Wie gesagt, ich denke, es wäre anders ausgegangen, wenn wir nicht den zweiten Unfall da nach der Safety-Car-Phase gehabt hätten. Der eine hat auf jeden Fall gereicht. Der zweite war dann zu viel. Aber was soll ich sagen? Es kann halt nicht immer klappen. Es kann halt nicht immer klappen. Ich habe es ja schon vermutet. Das war halt eine... Da wollte ich halt dann ein bisschen zu viel. Ich glaube, daran lag es einfach jetzt, wo wir die harten Reifen drauf haben, ist eigentlich alles soweit gut gegangen. Da habe ich zwar auch ordentlich Druck gemacht, aber ich glaube, ich war halt ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Boah, das war wieder knapp. Aber ja, was kann man daraus lernen? Einfach vorsichtiger sein.
nachsichtiger, wie auch immer. Ein bisschen mehr Konzentration in Monaco schadet anscheinend dann doch nicht. Beziehungsweise ein bisschen. Ja, man sollte sich einfach nicht unter Druck setzen lassen. Ich glaube, das ist es einfach. Man sollte sich nicht unter Druck setzen lassen. Einfach die Runden abspulen. Denn so schnell kann man hier eh nicht überholen. Und von daher war das wahrscheinlich das, was ich falsch gemacht habe. Es ist so, wie es ist. Wir haben zwar die schnellste Rennrunde. Ich glaube, das sagt auch einiges aus über das Potenzial, was halt hier gewesen ist. Ja, Nico Rosberg gewinnt jetzt hier schon das Rennen. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Ich glaube, man merkt es auch. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Es ist wirklich ärgerlich. Aber ja, man kann es jetzt nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist. Wir müssen es hinnehmen. Und ja, wir müssen einfach jetzt die nächsten paar Rennen einfach wieder weiter Power machen. Wir haben jetzt hier blöderweise 0 Punkte mitgenommen. Und das ist immer das absolut Schlechteste, was passieren kann, wenn man gar nichts mitnimmt aus so einem Rennen. An Punkten jetzt natürlich. Ja, Weisheiten und Sprüche haben wir jetzt genug. Aber wie gesagt, ein Positives hat das Ganze halt. Das Wetter ist dann doch noch schön geworden. Ja, die Sonne kam dann doch noch raus. Ihr seht es ja. Ja, wir haben das Rennen angefangen, als es bewölkt war. Und so ist das. Ja, das Rennen von Monaco ist somit beendet. Wir werden nur 13. nach zwei richtig idiotischen Vorfällen. Beziehungsweise einer war dümmer als der andere. Sagen wir lieber so. Ja, so ist das. So kann es gehen. 13. werden wir. Button zum Glück nimmt da ein paar Punkte mit. Das freut mich auch für ihn. Also da bin ich auch wirklich der Sportsmann. Oh, hier Sebastian Vettel kriegt noch eine 10-Sekunden-Strafe. 35, ne, das reicht auch nicht. Schade, da gewinnen wir nicht auch noch eine Position. Schade eigentlich. Also Sebastian Vettel nimmt noch eine Strafe mit. Plus, minus eine Runde. Achso, Ricciardo wurde überrundet. Hat aber irgendwie plus. Okay, kriegt trotzdem 8 Punkte. Naja, hier. Ja, Doppelsieg für Mercedes. Dann kommt Williams. Rosberg und Hamilton auf der 1 und auf der 2. Oh, hier. Kobayashi 10 Sekunden Strafe. Chilton. Alonso, wie gesagt, raus. Gehen wir trotzdem mal in die Wiederholung. Also ihr seht es hier, ist es richtig bewölkt, noch grau. Ja, und am Rennende wird es dann richtig schön. Ja, gut. So kann es gehen. Das, der Rennstart. Ja, ich weiß so gar nicht, was ich noch Schönes dazu sagen kann. Im Grunde gibt es da gar nichts Tolles mehr zu sagen. Wir haben einen super Start hingelegt und ja, danach ging es dann halt doch mehr bergab als bergauf. Aber gut, ja, sowas passiert halt dann auch. Was soll ich sagen? Es ist schade, aber man muss es dann hinnehmen, so wie es kommt. Ich würde sagen, schauen wir auf die Tabelle, weil im Replay gibt es leider nicht so viel zu sehen. Schauen wir auf die Tabelle. Wir sind immer noch auf der 1. Boah, einmal hier den Schweiß von der Stirn abwischen. Aber ihr seht es, Hamilton hat nur noch 4 Punkte Rückstand und Rosberg nur noch 10. Also, wir haben die Weltmeisterschaft wieder ungewollt spannender gemacht. Es ist, wie es ist. Ja, wir können nur aufs nächste Rennen hoffen. Schauen wir kurz in die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Da ist ganz klar Mercedes vor McLaren. Und ja, wir werden verfolgt von Williams. Ferrari hat wieder einiges liegen lassen, aber ja, wir halt diesmal auch. Ansonsten gibt es eigentlich, wie gesagt, nicht mehr viel zu sagen. Morgen geht es weiter mit dem Training beim nächsten Rennen. Am Dienstag die Quali, am Mittwoch das Rennen. Ich hoffe, dass ich jetzt Ride wieder zum Laufen bekomme. Wenn nicht, bitte seid nicht böse. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Ostersonntag. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ach ja, nicht vergessen. Daumen nach oben. Ein Abo dalassen, kommentieren. Ich bin raus, euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.